Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich zeige euch heute, wie ich ein Motiv zeichne und anschließend appliziere. Mein Grundstoff wird dieses T-Shirt sein, das hat kurze Ärmel. Das Ganze wird eine Kissenhülle werden mit Hotelverschluss. Und fürs Futter werde ich dieses rot gemusterte verwenden. Das ist eine Schwangerschaftsbauchbinde. Und weil das nicht ganz reicht, werde ich es mit diesem roten ärmellosen Shirt ergänzen. Das Ganze ist ein Hellrot. Die drei Teile sind alle relativ ähnlich in der Farbe. Ich weiß, die Kamera gibt jetzt mindestens dieses hier mehr als pink wahr. Es ist aber tatsächlich hellrot. Und für die Applikation werde ich weiterhin diese Stoffe verwenden. Ich werde sie nicht alle brauchen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Von dem Beige brauche ich nur eines und von dem Gelb brauche ich nur eines und von dem Schwarz brauche ich auch nur eines. Die Entscheidung werde ich dann im Laufe des Nähens erst treffen. Wenn jemand von euch etwas Ähnliches nachmacht, dann freue ich mich, wenn ihr eure Bilder mit uns allen teilt. Im Abspann werdet ihr einen Link zu einer eigens dafür gegründeten Facebook-Gruppe finden. Es gibt dort bereits mehrere Mitglieder und es gibt dort auch bereits Posts. Für alle, die sagen, ich kann nicht zeichnen, ich kann das nicht nachmachen, seid gespannt auf dieses Video. Ich werde euch jetzt zeigen, ich kann nämlich auch nicht zeichnen, aber ich bin sicher, es wird ein wunderschönes Motiv werden. Lasst euch überraschen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zusehen.
Hier seht ihr meine fertige Kissenhülle. Sie ist jetzt noch nicht gewendet. Ich habe noch die Nähte außen. Das ist die Vorderseite des Außenkissens und das ist die Vorderseite des Innenkissens. Meine Kissenhülle ist gefüttert. Es ist ein Hotelverschlusskissen. Das ist wirklich ganz einfach zu nähen. Keine Knöpfe, kein Reißverschluss, nur zwei gerade Nähte an der Seite. Es kommt aber auf das richtige Falten an. Ich habe dazu früher schon mal ein Video gemacht und den Link dazu findet ihr jetzt gleich im Abspann. Jetzt werde ich das wenden und mit einem Kissen befüllen. Das ist die Futterseite. Die ist einmal gemustert und einmal Uni. Und wenn ich das jetzt weiter drehe, dann kommt die Außenseite zum Vorschein. Die Vorderseite, die Rückseite und hier der Umschlag und hier kommt jetzt das Kissen hinein. Und warum habe ich ein Kissen genäht, das ein sehr seltsames Motiv hat? Also, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, es ist ein Geschenk zu einem 55. Geburtstag. Und das Besondere an der Geburtstagsfeier ist, es gibt Straußeneier zu essen. Und deshalb einen Strauß. Und rot ist das Ganze, weil das zur Einrichtung des Beschenkten passt. Ansonsten hätte ich einen beigen Hintergrund gewählt. Gut, ich habe übrig von allen drei Shirts bzw. der Bauchbinde noch kleine Stücke. Die sind sauber aufgewickelt, gehen in die rote Stoffkiste. Und das sind meine Vorzeichnungen, meine Schablonen. Da ich das jetzt schon mal habe, hebe ich es auf, kommt in einen Ordner oder eine Schachtel. Keine Ahnung, ob ich jemals wieder einen Strauß nähe, appliziere, aber wenn, dann habe ich diese Vorlage. Wenn euch mein Kissen gefällt oder wenn es euch weitergebracht habt und ihr jetzt wisst, wie ihr von einem Foto eine Applikation macht oder eine Stickerei, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr mal wieder ein ähnliches Projekt sehen möchtet, dann abonniert am besten den Kanal. Eines noch ganz wichtig, wenn ihr etwas aus dem Internet kopiert, müsst ihr ein bisschen aufpassen mit dem Urheberrecht. Bilder im Internet sind zwar frei, sichtbar, aber sie haben trotzdem einen Urheber. Man darf sie nicht gewerblich nutzen. Ich habe ja nur eine Kopie als Vorlage verwendet. Man sieht ja nichts mehr von dem Bild. Also da passiert nichts. Und wenn man das zum privaten Gebrauch verwendet, passiert in der Regel auch nichts. Aber man muss aufpassen, also nicht, dass ihr da in etwas hineingeratet. Bei Lizenzfiguren zum Beispiel wäre ich vorsichtig. Ich wollte mal zum Geburtstag der Maus die Maus als FPP-Motiv darstellen, habe vorsichtshalber beim WDR gefragt und habe ein Nein bekommen. Also aufpassen. Wenn ihr denn nun wisst, wie es funktioniert und falls es jemand von euch nachmacht, gleich im Abspann kommt ein Link zu einer Facebook-Gruppe. Die habe ich eigens gegründet, damit ihr eure Bilder mit uns allen teilen könnt. Und da sind schon Mitglieder und da sind schon Links. Und ich freue mich sehr, wenn jemand etwas nachmacht, dann weiß ich doch, ich habe mindestens eine Person erreicht. Ich verbleibe eure Angelika, wünsche viel Spaß beim Nähen, viel Erfolg beim Nachmachen und Gottes reichen Segen.